Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch wieder einen grünen Gemüsesaft vorstellen aus ganz vielen grünen Blättern und vielen Wildkräutern. Ich verwende hauptsächlich Löwenzahnblätter. Die schmecken sehr bitter, aber Bitterstoffe räumen wirklich sehr gut unseren Verdauung auf. Dann habe ich noch Brennnesselblätter. Und Brennnesseln sind eines der mineralstoffreichsten Wildkräuter überhaupt. Generell alles dunkelgrünblättriges Gemüse enthält noch mehr Nährstoffe. Oder auch wahre Nährstoffbomben sind Alfalfa-Sprossen. Die kommen auch noch dazu. Und etwas für den schärferen Geschmack gibt es noch leckere Radieschensprossen. Für einen etwas süßlichen Geschmack habe ich hier noch selbst gepflückte Äpfel. Für einen salzigen Geschmack ist hier noch etwas Selleriegrün. Und hier habe ich noch ein Blatt von einer Möhre. So, jetzt entsafte ich das Ganze, aber der wird sehr bitter, der Saft. Gerade wegen den Löwenzahnblättern. Aber es ist wesentlich einfacher, den Saft so zu trinken, als die Löwenzahnblätter gründlich zu kauen. Also wir haben den Geschmack ja da nicht so lange im Mund. Hier habe ich sogar Wildkräuter im Supermarkt entdeckt. Aber sie waren nicht wirklich frisch und teilweise schon verwelkt. Also es ist definitiv besser und viel billiger, sich seine eigenen Wildkräuter zu pflücken. Denn frisch enthalten sie noch viel mehr Nährstoffe. So, und jetzt habe ich alles fertig entsaftet. Und es schmeckt auch nicht so schlecht. Also man schmeckt auch den Sellerie raus, schmeckt etwas salzig dadurch und auch die Äpfel machen einen süßlichen Geschmack. Aber es schmeckt natürlich auch sehr bitter. Aber ich finde es trotzdem sehr lecker.